Endlich steht mein Sieg bevor! Sehet den legendären 13. Affen von Montevideo, dessen Opfer die Meere selbst mit meinem höllischen Willen verbinden wird. Schon beeindruckt? Nicht mal halb so sehr, wie ich es sein werde, wenn Guybrush deinen kranken Kadaver mit seinem Voodoo-Entermesser aufschlitzt, du seniler Sackabschaum! Wenn du auf Heldentaten in letzter Minute wartest du vergebens, meine Liebe. Als ich das letzte Mal deinen mächtigen Piratenmann gesehen habe, wurde er gerade von meinen gefräßigen Piratenpudeln in Stücke gerissen. Na gut, LeChuck. Runter mit dem Affen und Finger weg von meiner Frau. Guybrush! Hurrah, Threepwood! Du hast mir eine vergnügliche Jagd geboten. Aber schon bald werden die grauenvollen Geheimnisse dieser uralten, affenartigen Wesen mir gehören. Und das Meer wird mit dem Blut meiner Feinde getränkt sein. Ja, und du kämpfst wie ein... Keine Zeit verschwenden, Guybrush! Verzaubere das Schwert, bevor LeChuck fertig mit seinem Zauberspruch ist. Darum kümmere ich mich. Ein LeChuck besiegendes, verfluchtes Schwert von Kaflu kommt sofort. Wo habe ich nur diese wirklich wichtigen Voodoo-Anweisungen hingetan? Sie wurden an deinen Mast genagelt! Ach ja. Hallo und herzlich willkommen zu Monkey Island, beziehungsweise Tales of Monkey Island. Nach ewig langer Zeit gibt es mal wieder ein Monkey Island zu sehen. Yippie. Ich weiß nicht, was LeChuck dem armen Affen antut, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Wer freut sich nicht darauf? Von Telltale Games. Seht ihn euch an, so selbstgefällig und strotzend vor Voodoo. Wir werden ja sehen, wer noch strotzt, wenn ich meinen unglaublichen Voodoo-Zauber vollbracht habe. Auf, runter. Ich habe das ganze Spiel damals, als es frisch rausgekommen ist, gezockt. Alles auf Englisch. Elaine, meine schöne Butter... Was? Ich sagte Elaine, meine schöne Butter... Meine schöne Butter? Ich wollte Butterblume sagen, aber du unterbrichst mich dauernd. Oh, Guybrush. Jetzt halte LeChuck auf oder wir werden alle sterben. Und es gibt nichts Schöneres, als mit Elaine zu reden, während wir eigentlich LeChuck aufhalten sollten. Was ist hier sollten. Los? LeChuck hat mein Schiff entführt und ist zum Gelato-Felsen gesegelt, um sein schreckliches Voodoo-Ritual zu beenden. Richtig gut, dass wir das Schwert von Kaflu haben, sonst wären wir erledigt. Was sollte ich nochmal tun? Hol dir das Voodoo-Rezept. Es wurde an deinen Mast geheftet. Geht's dir gut? Mir geht es gut. Brau das Rezept zu Ende. Brauchst du irgendwas? Ich sagte doch, mir geht es gut. Brau einfach nur das Rezept zu Ende. Willst du, dass ich dir etwas aus dem Laderaum hole? Ich habe hier ein paar chinesische Teigtaschen. Nein! Brau das Rezept zu Ende! So langsam wird sie sauer. Warum schreist du andauernd? Ich schreie nicht, ich projiziere! Okay, dann brauen wir halt das Rezept zu Ende. Komm zu Guybrush, du kleines, schauriges Voodoo-Rezept. Ich musste 6 der 7 Weltmeere befahren, um die Zutaten zu finden. Aber das Voodoo-Entermesser ist endlich fertig. Beinahe. Jetzt muss ich nur noch sprudelndes Malzbier finden, um es darüber zu schütten, und LeChuck ist erledigt. Wir brauchten also 37 Unzen blutbeflecktes Silber, ultimative Beleidigung, Midas Diamant und eine Voodoo-Pippe. Coole Sache. Wir brauchen nur noch verzaubertes Malzbier. Bier muss sprudeln, okay. Wird ja nicht allzu schwer sein. Okay, kurz gecheckt, wie ich nochmal mein Ding öffne. Mein Inventar. Ah, der legendäre Affensarg von Kawaii. Ich werde niemals diesen furchtbaren Hula des Hades-Tanz vergessen, den ich aufführen musste, um an das hier ranzukommen. Ist da etwas Nasses drin? Das fragt sich niemand gern, wer einen Sarg abholt. Ah, passiert. Irgendwie sehe ich den oberen Bildschirm nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Um das Inventar anzuzeigen, bewege den Cursor an den rechten Rand des Bildschirms, steht hier. Aber irgendwie kann ich es nicht lesen. Keine Ahnung warum. Egal. Wir können uns das Ganze hier auch näher angucken. Wohl
Aha, eine Sodaflasche mit Malzbier. Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich bei mir den ersten Bartwuchs entdeckte. Dieses Zeug wird an meinem Voodoo-Schwert Wunder wirken. So, kombinieren tun wir das Ganze, indem wir... Ups. Indem wir die beiden Sachen einfach hier reinlegen und aufs Plüsschen drücken. Also gut, es wird Zeit, dass wir Malzbier über dieses Entermesser schütten. Malzbier ohne Kohlensäure? Welche zweitklassige Voodoo-Soda-Flasche enthält denn Malzbier ohne Kohlensäure? Oder auch nicht? Obwohl, eigentlich könnten wir uns mal schnell alles angucken. Soda-Flasche mit Malzbier. Scheint nicht wirklich zu sprudeln. Die haarsträubenden Abenteuer kann man ruhig glauben, die ich bei der Suche nach den Teilen für dieses Ding erlebt habe. Zu dem Affensack hat er ja schon was gesagt. Also müssen wir erstmal die Pfefferminzbonbons und das Blutbier. Filz sprudelnder Pfefferminz. Gönnen Sie Ihrem Atem die sprudelnde Frische. Kombinieren. Mann, oh Mann, blubbernder Wahnsinn. Yippie. Bereite dich darauf vor, deinem eiskalten, mit Kohlensäure versetzten Schöpfer zu begegnen, LeChuck. Ha! Komm und hol mich, du kleiner, mieser Waschlappen. Hör damit auf, den Angeber zu spielen und mach endlich das Schwert nass, Skybrush. Ich fahre hier nicht die Angebertour. Oh, hoppla. Und jetzt werden wir sterben. Mal wieder. Wie wunderbar. Okay, kein Problem. Ich muss nur etwas unauffindbares Voodoo-Malzbier finden. Ich hoffe, es ist welcher auf Elaines Schiff, weil meiner Knochen trocken ist. Ich meine nicht einen dieser nassen Knochen, ich meine einen richtig trockenen Knochen. Trocken. Okay. Elaine! Was? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich auch nicht. Ich glaube, wir sind verloren. Elaine! Du hast doch unglaublich starke Schenkel. Probier mal, ob du mir das Seil herschwingen kannst. Es ist nicht lang genug, aber ich habe eine bessere Idee. Jo. Wie hast du das nur gemacht? Man verbringt nicht mehrere Jahre an der Seite von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, ohne dass einige wenige zu erzählen bleiben, Süßer. Und mein Schiff. Meine Beute! Meine Sammlung handsignierter Sextanten! Wir werden dir später noch ein paar Sextanten kaufen. Halt jetzt einfach LeChuck auf! Ah, Threepwood! Wie schön, dass du dich zu uns gesellst. Dann kann ich mir ersparen, dein Schiff zu versenken! Elaine! Guybrush? Was tun wir als nächstes, nachdem wir jetzt wieder vereint sind? Als erstes solltest du dich darum kümmern, das Malzbier zu ersetzen, das du fallen gelassen hast. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, dich einzuholen, aber ich habe geheimnisvolle Voodoo-Sachen ausbuddeln müssen. Hab ich dir gefehlt? Und wie? Jetzt erlöse diese Piraten von unseren Leiden. Ich habe schier unglaubliche Abenteuer erlebt. Da gab es einen Todeshula-Tanz, einen eiskalten Buchhalter und... Das kannst du mir alles beim Abendessen erzählen. Gleich nachdem wir diesen tobenden, untoten Piraten da drüben erledigt haben. Also, was hast du denn so gemacht, während ich das Abenteuer suchte? Och, das Übliche. Ein bisschen Chaos. Säbelrasseln, eine beunruhigende Begegnung mit einem verzauberten Erdferkel. Jetzt habe ich den Laderaum voller Affen und Captain Cool da drüben glaubt, dass er mich heiraten kann. Schon wieder? Das nenne ich Besessenheit. Es wäre schmeichelhaft, wenn ich nicht schon verheiratet wäre und er nicht so tot wäre. Was will LeChuck überhaupt mit all diesen Affen? Ich glaube, er will eine Art Blutopfer erbringen, um dadurch die Geheimsprache des Planktons zu erlernen. Vielleicht hasst er auch Affen einfach nur. Es ist alles ein bisschen schwammig. Das ist aber seltsam. LeChucks schreckliche Absichten sind doch sonst so gut geplant. Naja. Wollen wir uns halt mal ins Werk machen. Haltet durch, Jungs! Wir holen euch da raus, sobald ich LeChuck erledigt habe. Ich frage mich, wo nur mein ganzes Kanonenpulver nach dem Unfall mit der Schwiegermutter abgeblieben ist. Es ist Elaines Fass mit Grog Light. Der ist fast wie echter Grog, nur ohne Geschmack, Kalorien oder verwirrende Erinnerungslücken. Okay. Chuck die Pflanze!
Diese Wurzeln sollten gestutzt werden. Mal sehen, ob wir nicht ein paar dieser zügellosen Wurzeln zurückschneiden können. Schön. So, schon viel besser. Mal sehen, ob diese Wurzeln irgendetwas an diesem fürchterlichen Nicht-Grog bewirken können. Igitt. Dieser Wurzelgrog ist geschmacklos, fade und trocken. Und außerdem sprudelt er nicht. Haben wir denn noch? Ja, natürlich haben wir noch. Das nenne ich einen sprudelnden Wurzelgrog. Ich wette, er schmeckt immer noch wie Affenrotze. Aber wenigstens ist es Sprudelgrog. Okay, du Fass mit ekelhafter, kalorienarmer Flüssigkeit. Mach dich nützlich. Aber hallo! Aufgepasst, LeChuck! Hier kommt Guybrush Threepwoods glühendes Schwert der Vergeltung für die Affen! Hey, LeChuck! Wow. Vielleicht sollte ich einfach das Schwert an ihm anwenden, anstatt hochzulaufen und Hallo zu sagen. LeChuck! Ich muss doch wohl sehr bitten. Ich bin hier mitten in einer unheiligen Zeremonie. Unheilig das hier! Unheilig das hier? Ja, ich weiß, aber er hat mir keine bessere Vorlage geliefert. Hey! Ha! So einfach kannst du mich nicht besiegen. She-God! Was? Was ist los? Ist das der eigentliche Verwendungszweck für ein Entermesser? Ich weiß es nicht. Es ist so grell. Was zum Kuckuck? Wurf. Ich bin ein Mensch. Darüber könnte man sich streiten. Guybrush, schnell! Mach ihm ein Ende! Was? Oh, klar. Das ist für die Affen, LeChuck. Was machst du denn? Mach ihn fertig! Ich bin das nicht, das ist meine Hand! Sie... Oh oh. Elaine! Guybrush? Elaine! Hat ja gut geklappt. Und das Schiff geht auch noch unter. Es gibt nichts über diese schöne Monkey Island Musik. In der ich hoffe, dass ich keinen Copyright Strike bekomme. Konntest du unsere Haare in Ruhe lassen, Vogel? Elaine? Ahoi, mein Lieber! Wie? Halb so wild. Dich haben wir gleich wieder auf den Beinen, um Grog zu schlürfen. Au! Meine Nase! Meine wunderschöne Piratennase! Das wirst du mir büßen, du feige Bilgenratte! Pardon, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Oh, das ist gar nicht gut. Junge, Sie sollten diese Hand mal jemandem zeigen. Hä? Ich heiße Nipperkin. Davy Nipperkin, leitender Reporter, Keelhauler Gazette. Willkommen auf Flotsam Island. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Eigentlich. Bestens. Wie heißen Sie, wo kommen Sie her und wie sind Sie hergekommen? Ja, gut. Wir nehmen natürlich, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat.
Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, und... Ein Pirat, was? Nun, das glaube ich erst, wenn ich's mit eigenen Augen sehe, Junge. Dennoch wäre es schön, wenn wieder ein wahrer Pirat in der Gegend von Flotsam Island seinen Säbel rasseln ließe. Unglaublich, aber ich hatte mehr als 6 Monate lang keine waschechte Piratengeschichte mehr, über die es zu berichten gab. In der Tat, es geht halt nichts über die Aussicht auf eine gute Piratengeschichte und schon fließen wieder die guten alten journalistischen Säfte in mir. Hey! Reden Sie! Jetzt haben Sie die ganze Zeit dagestanden und mir zugehört, so durchnässt, verwirrt und was weiß ich. Also, was für eine Geschichte haben Sie, Creepwood? Ja, ich brauche ein Schiff, um wieder zu Elaine zu kommen. Diese Insel ist wirklich schön, aber wo kann ich denn ein Schiff finden? Ich muss unbedingt zum Gelato-Felsen zurückkehren und meine Frau finden. Nun, auf Flotsam Island gibt es nur ein Schiff, aber selbst das wird Ihnen wenig nützen. Weshalb denn das? Die Winde, Threepwood, die Winde! Auf Flotsam Island blasen die Winde stets landeinwärts. 24 Stunden am Tag, 350 Tage im Jahr. Es ist eine Laune der Natur, ein Haken, ein Fluch. Wie auch immer man es nennt, am Ergebnis ändert sich wenig. Wer einmal auf Flotsam Island gelandet ist, sitzt in der Falle. Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes vormachen, dass man von dieser Insel nicht mehr wegkommt. Nun, jedenfalls nicht mit einem Schiff. Der Einzige, der vielleicht weiß, wie man diese Insel wieder verlassen kann, ist Deep God. Elaines Mutter ist hier. Das ist gut. Ist der Darm nicht eher lang als tief? Naja. Deep God? Wer ist denn Deep God? Oh. Deep God ist meine geheime Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel. Und das ist auch gut so. Ohne Guts verblüffende Exklusivmeldungen von anderen Inseln wäre die Keelhauler Gazette nie in der Lage, es mit diesen hochnäsigen Primadonnen der Flotsam Times aufzunehmen. Nachrichten von außerhalb der Insel? Dann weiß er vielleicht auch etwas über Elaine. Wo kann ich diesen Deep God finden? Mal ganz langsam, Piratenjunge. David J. Nipperkin offenbart seine geheimen Quellen nicht einfach jedem an Land gespülten Hinz, Kunz und Guybrush. Ich kann sie bezahlen. Mit Schätzen. Von meinem Schiff. Das wahrscheinlich inzwischen auf dem Meeresgrund liegen müsste. Passen Sie auf, Junge. Sie scheinen ein recht netter Pirat zu sein. Da will ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Eine Abmachung. Ich muss mich nicht wie ein Schaf anziehen, oder? Klasse, ich treffe gerne Abmachungen mit völlig Fremden. Okay, aber keine Unterschriften aus Blut. Ja, das hört sich gut an. Ein Geschäft? Ja. Nachrichten über den Rest der Welt sind ja schön und gut, aber die guten Bürger von Flotsam sind es satt, Geschichten über weit entfernte Länder zu lesen, die sie nie sehen werden. Außerdem hasse ich es, diesem Deep God verpflichtet zu sein. Und? Also brauche ich ein paar schöne, fetzige, lokale Piratennachrichten. Ich liebe es, Piratenschlagzeilen zu machen. Das ist die richtige Einstellung, Junge. Wenn Sie das in die Tat umsetzen und hier eine schlagzeilenträchtige Freibeuterkultur aufziehen, werde ich Ihnen Deep God auf einem Silbertablett reichen. Das wird ein Kinderspiel. Ja, eine Kleinigkeit. Natürlich. Eine kleine. Au! Ich mag die Hand. Die besessene, coole Hand. Kapitel 1. Launch of the Screaming Norwal. Übrigens. Spiel wird gespeichert. Das trifft sich gut, denn ich mache hier auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guybrush würde jetzt winken, aber ich kann die Hand ja leider nicht kontrollieren. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.